Ist Ihr Arbeitsvertrag auch befristet? Arbeiten mit Ablaufdatum, das ist im heutigen Arbeitsleben nicht mehr wegzudenken. Diese Maßnahme war ursprünglich zur Wiedereingliederung von Arbeitslosen oder zum Start ins Berufsleben gedacht. Inzwischen hat fast jeder Zweite einen befristeten Arbeitsvertrag. Was bedeutet das für Arbeitnehmer? Was gilt es zu beachten? Wir sprechen heute mit Alexander Brederick, er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht hier in Berlin. Guten Morgen, Alexander, nochmal. Morgen. Das sind auch Zahlen, die dich umgehauen haben. Ne? 45% der neu abgeschlossenen Arbeitsverträge befristet. Schien mir auch eher auf den ersten Blick verwunderlich, zumal Tendenz aktuell steigend. Und man denkt ja, wir haben Fachkräftemangel, wir wollen so viel machen für bestimmte Branchen. Und da wundert man sich, dass genau da die Befristungen steigen. Warum? Die Arbeitgeber nutzen Spielräume, die ihnen der Gesetzgeber ermöglicht hat. Da kann man ja nichts gegen sagen erstmal. Was bedeutet das aber für die Menschen, die im neuen Job anfangen? Welche Nachteile hat so ein befristeter Arbeitsvertrag? Die Menschen haben vor allen Dingen erstmal eine Unsicherheit. Wir haben ja in Deutschland einen guten Kündigungsschutz an sich. Und dieser Kündigungsschutz wird ja ausgehebelt, wenn ich nur einen befristeten Vertrag habe. Wenn die Befristung wirksam ist, endet erstmal mein Arbeitsverhältnis und ich weiß nicht, ob ich danach eine Anschlussbefristung bekomme. Und auf diese Weise hängen manche Menschen viele, viele Jahre quasi in der Luft. Wenn ich aber mehrere befristete Arbeitsverträge oder Anschlussverträge dann bekomme, auch wieder befristet, was ja auch rechtlich rechtens ist, was geht, ne? Also wenn ich, oder muss er mich dann fest anstellen? Kommt drauf an. Also dann ist die Frage, ob derjenige einen Sachgrund hat, der Arbeitgeber, für die Befristung. Was bedeutet das? Zum Beispiel, ob es eine Krankheitsvertretung ist oder ob es eine Urlaubsvertretung ist. Ohne Sachgrund geht nur 2 Jahre in der Regel. Ah, okay. Ja? Also danach braucht der Arbeitgeber einen Sachgrund, aber ich meine, Arbeitgeber sind da durchaus findig. Wenn die lange genug gucken, finden die schon irgendeinen Grund, irgendeine Vertretung wieder oder irgendein befristetes Projekt. Da gibt es also alle möglichen Sachgründe. Und die führen dann dazu, dass Menschen eben sich dann so durch so ein Arbeitsleben eben so durchhangeln. Und das ist ja nicht das, was eigentlich wir mit dem Kündigungsschutz in Deutschland mal haben wollten. Eine gewisse Sicherheit auch für die Arbeitnehmer. Nee, das ist eher umgekehrt. Ne? Irgendwie die ganz große Unsicherheit dann irgendwie. Ja, jedenfalls. Vor allen Dingen, wenn es in den Branchen ist, wo die Politik seit Jahren sagt, wir müssen was machen. Welche sind denn das? Wo gibt es denn da viele Befristungen? Na, genau, die üblichen Kandidaten. Gesundheit, Pflege, wo man ja eigentlich sagt, wir müssen denen helfen, wir müssen das attraktiver machen. Und genau da sind die am meisten befristeten Arbeitsverhältnisse in Deutschland. Das ist doch eigentlich Irrsinn, oder? Können denn Arbeitnehmer irgendwas tun, um gegen diese Befristung? Also sich erstmal anstellen lassen, vielleicht mit einem befristeten Arbeitsvertrag. Man hat wahrscheinlich keine andere Wahl. Und dann gibt es irgendein Mittel? Also zunächst empfehle ich jedem tatsächlich auch, wenn er, der Arbeitgeber diktiert ja den Vertrag, wenn er das unbedingt haben will, das Arbeitsverhältnis, den Vertrag erstmal unterschreiben. Und dann kann man aber diese Befristung überprüfen lassen. Da können Formfehler passieren, da kann es halt sein, dass die Befristung eben am Ende unzulässig ist und dann habe ich 3 Wochen Zeit, das im Klagewege geltend zu machen, wie bei der Kündigungsschutzklage. Ich empfehle immer nicht bis ganz zum Ende zu warten, weil die Arbeitgeber ja manchmal Anschlussverträge anbieten und es wird immer nur der letzte befristete Vertrag auf die Wirksamkeit überprüft, sagt die Rechtsprechung. Auch so, aus meiner Sicht sehr fraglich. Aber wenn ich den neuen Befristeten unterschreibe und der alte war unwirksam, hätte ich ja schon ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Deswegen muss man vorher gucken, ob man den Anschlussvertrag unterschreibt oder nicht. Wirklich, also für Arbeitnehmer, wie du schon sagst, eine große Unsicherheit herrscht da eben. Und nicht nur das, im Alltag, ich möchte mir was Schönes leisten, möchte zumindest irgendwie die Zukunft planen, ein Häuschen, vielleicht auch einfach einen größeren Fernseher. Wie kreditwürdig bin ich denn mit so einem befristeten Arbeitsvertrag? Ich habe überall eigentlich Nachteile, also abgesehen von der persönlichen Unsicherheit, es ist ja klar, dass ich dann als Vertragspartner für die verschiedensten Stellen nicht so interessant bin, wenn man nicht weiß, was ist mit mir, bin ich danach wieder in der Arbeitslosigkeit oder nicht. Ja? Und ich meine, ich empfehle zum Beispiel, den Menschen immer sofort eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen. Dann können sie nämlich die Befristung auch quasi gratis oder nur gegen den Selbstbehalt überprüfen lassen. Aber gerade in diesen Arbeitsverhältnissen wird ja nicht so viel verdient. Dann wird auch kein Rechtsschutz abgeschlossen, weil man kein Geld dafür hat. Warum machen Arbeitgeber das? Kannst du auch diesen Trend verstehen von Arbeitgeberseite? Natürlich. Arbeitgeber, im Moment herrscht allgemein ja in der Gesellschaft eine totale Verunsicherung. Wohl, ob das alles so berechtigt ist oder nicht, ist die eine Frage, aber die ist da und die ist auch bei Arbeitgebern da. Und Arbeitgeber wollen dadurch flexibel bleiben. Und den Arbeitgebern ist hier aus meiner Sicht kein Vorwurf zu machen. Es ist Sache des Gesetzgebers, Gesetze so zu machen, dass sie auch den Schutz, den man den Leuten verspricht, dem Wähler, jetzt gerade wieder, dass sie den auch entfalten. Den haben wir im Moment nicht. Den haben wir meiner Ansicht nach nicht. Es ist, diese Befristungsmöglichkeiten sind eingeführt worden in einer Zeit, als Arbeitsplätze knapp waren. Und da war das ein
diskutables Mittel, um damit irgendwie am Arbeitsmarkt wieder ein bisschen mehr Drive reinzubringen, indem man den Arbeitgebern die Angst nimmt, dass sie die Leute nicht mehr loswerden. Mhm. Nur, wir haben im Moment ja eine Beschäftigung, eine Vollbeschäftigung, die werden wir nie wieder erreichen und die haben wir auch noch nie erreicht. Also was soll das jetzt, diese Instrumente? Die sind doch nicht sinnvoll. Wenn Sie konkrete Fragen haben, da trudeln schon einige ein auf Facebook, gerne mehr davon. Wir haben den Experten hier und du wirst das natürlich auch sehr gerne beantworten. Gleich bleiben Sie dran.